Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Was ist los? Welche Action ist hier? Okay, keine mehr. Geht ja gut los, die Folge hier in der neuen Woche. Wir sind immer noch in den erhabenen Ebenen und werden hier bleiben. Wir werden nämlich jetzt das letzte Gebiet von den erhabenen Ebenen erkunden. Und zwar das hier hinten. Da ist noch ein Lager und noch ein paar Quests. Das heißt, wenn wir jetzt gleich dort sozusagen frisch beim neuen Lager angekommen sind. Muss ich nur gucken, ob ich richtig laufe. Dann wird die Gruppe gewechselt. Aufgrund der Quest, die wir dort noch zu erledigen haben. Und deswegen, ja, wird dann einmal die Gruppe gewechselt. Ich weiß auch schon, wenn ich alles mitnehme. Aber jetzt erkunden wir erstmal den Hain von, keine Ahnung, wie der Name war. Monsieur. Hier gibt es erstmal Flechtrebe. Elan, Neins, Hain. Und wir haben hier ganz viele, was seid ihr? Gurgus. Oh Gott, wir hauen mal einfach drauf. Yay, heute Gegner-Action. Schön, wie die Physics hier sind. Okay. Du bist zu schön zum Sterben. Der Bulle macht gerade gar nichts. Auch interessant. Aber jetzt macht er doch was. Komm, der hat noch ein bisschen Leben. Macht mit. So, Quest abgeschlossen, die erste schon mal, dass wir es erkunden sollen. Oh, hier haben wir ein Wyvernherz. Hier ist noch ein Wyvernherz. Also, besorge das Herz einer Schneewyvern oder gebe Vivienne das Herz einer normalen Wyvern. Gucken wir mal, was wir machen. Jetzt werden wir aber auf jeden Fall erstmal das Lager ausschlagen. Ihr seht, ist schon wieder alte, ja, Statuen von den Elfen. Der Name ist ja auch elfisch. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Also, ja. Könnt ihr schon so ein bisschen ahnen, worum es hier geht. Also, wir nehmen Sarah mit. Wir nehmen Cassandra mit. Und wir nehmen Vivienne mit. Heute sind wir nämlich mal eine Mädelstruppe. Und die Mädels kriegen jetzt auch alle mal ihren Stufenaufstieg. So, Sarah. Die war ja schon bei den Fionen unterwegs. Blitzviole hätten wir. Was gibt's denn hier noch so? Fiolenmeister, dank deiner Erfahrung im Umgang mit Elixieren weißt du Tränke und andere Verbrauchsgegenstände um besser Hand zu haben. Du kannst mehr von ihnen gleichzeitig mitführen und es besteht die Chance, dass kein Elixier verbraucht wird, wenn du deine Elixierfähigkeit aktivierst. Ja, gut, machen wir mal. Ich bin halt ein Riesenfan von Passiven. Und da sind die hier halt natürlich sehr cool. So, was haben wir denn hier? Kämpfer für die Gerechtigkeit. Oh, sie hat sogar zwei Punkte. Deine rechtschaffene Leidenschaft inspiriert die gesamte Truppe dazu, härter gegen Dämonen zu kämpfen. Schadensbonus nehmen wir doch gerne mit. Und das letzte Opfer. Selbst wenn du fallen solltest, verleihst du deinen Verbündeten die Kraft, in deinem Namen noch härter zu kämpfen. Gesundheit, Schadensbonus. Mhm. Nehmen wir auch mal. Vivienne hat auch zwei Punkte. Da sieht man immer, wen wir immer so mitnehmen und wen wir nicht so mitnehmen. Klarheit im Kampf. Während das Chaos des Kampfes für manche erschreckend sein mag, ist es für dich ein vertrauter Rhythmus. Der Mana regeneriert sich schneller, wenn du dich in der Nähe von Gegnern befindest. Mhm. Also ich glaube schon, dass der Arkane Krieger, oder wie das hier heißt, heißt das Arkane Krieger, schon richtig cool ist. Ich habe es bloß noch nie selbst gespielt und ich kann es dadurch super schwer einschätzen. Genauso wie ich den Rissmagier, also nicht so einschätzen kann. Der Nekromant ist relativ klar, er versetzt ziemlich viele Leute in Panik und solche Sachen. Damit arbeitet er, ja. Aber hier, ja, weiß ich noch nicht so. Verschleierter Gegenschlag. Hast du eine aktive Barriere? Erleiden Gegner, die dich angreifen, ebenfalls Schaden? Oh, das finde ich sehr gut.
Unritterlicher Beschützer, du bist ein Experte im Umgang mit defensiver Magie. Von dir erschaffene Barrieren bleiben länger bestehen, bevor sie sich abbauen. Klingt auch sehr gut. So, dann haben wir hier alle durch. Mädels, auf geht's. Mädelstag heute. Ja, also wir haben hier noch ein paar Risse. Drei Stück sogar noch. Hier sind die Quests einmal von Cassandra, dass wir Sir Hildebrand noch erledigen sollen, und dieses Schneewebernherz. Deswegen wollte ich eigentlich gerne Cassandra mit dabei haben, aber Vivienne brauchen wir nicht unbedingt dabei. Deswegen würde ich sie kurz auswechseln. Sarah, doch kein Mädelstag heute, sorry. Wir nehmen nochmal Solis mit. Ach, haben wir schon wieder den Bug? Komm, dann rasten wir mal kurz. Ah, doch nicht. Hat nur gebraucht, bis sich seine Gesundheit wieder auffüllt. Solis kriegt natürlich auch noch seinen Stufenaufstieg. Das können wir ja noch nicht. Wir müssen erstmal hier Schleierschlag machen. Du bildest deine eigene Faust aus der Essenz des Nichts und nach und schmetterst damit nahe Gegner zu Boden. Klingt halt auch so voll nach Nahkampf. Ich weiß halt nicht, ob Nahkampf für so einen Mage so geil ist. Also für so einen klassischen Mage. Da hinten haben wir es schon leuchten sehen. Da hinten ist der nächste Riss und hier sieht es ziemlich düster und trist aus, muss ich ja mal ehrlich sagen. Also so richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Aber das sollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Ich habe vorhin mich gar nicht gebufft. Bin ich betäubt oder was ist hier los? Nee, mein Controller ist einfach wieder ausgegangen. Und gemein. So. Ich weiß nicht, warum der heute wieder ausgegangen ist. Das verhindert er einwandfrei funktioniert. Bei einem anderen Spiel. Muss ich ja mal so sagen. Mein lieber Solis, kriegst du die beiden gebannt? Perfekt. Dann gehe ich schon mal hier hinten hin. Oh, zwei davon. Das wird ja... Mist, voll daneben gehauen. Der Angriff ist halt so lahmarschig, dass sie sich wegporten können. So. Problem gelöst. Meine Begleiter haben das Problem eher gelöst als ich, aber dafür hat man doch Begleiter. So, ein Riss haben wir. Mächtige Feuer, Frostessenz. Ist Obsidian. Da hinten auch wahrscheinlich. Hat das jetzt eingesammelt? Okay. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen zweierlei Wege. Wir gehen erstmal einfach hier lang. Oder gab es nur einen Weg? Ich muss sagen, dieses Gebiet ist so immer das für mich, wo ich relativ verloren bin. Also hier weiß ich immer nicht so genau, wo ich bin. Ah, da ist Inquisition. Und hier ist eine neue Sehenswürdigkeit. Die tote Hand. Die große Steinhand war mir ein absolutes Rätsel. Man sollte annehmen, dass sie einst Teil von einer vollständigen Statue war. Doch angesichts ihrer Größe würde das bedeuten, dass die gesamte Skulptur nun derart gewaltig sein muss, dass sie sich nur mit Obszönitäten beschreiben schließe. Und so stelle ich mir nur noch eine Frage. Wo ist der Rest der Statue? Es ist schwer vorstellbar, dass etwas derart Riesiges einfach verschwindet. Das sehe ich ähnlich. So, hier finden wir ein Mosaikteil. Das ist nur Emrium. Euer Gnaden. Ja, hallo. Habt ihr was? Nein. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um. Obsidian, Obsidian. Hier oben noch was? Ja, aber die Hand ist wirklich gewaltig. Also wenn das wirklich, wenn die irgendwo abgebrochen ist, dann will ich auch nicht den Rest der Statue sehen. Okay.
Dann springen wir doch mal hier runter. In die Höhle. Und es ist super dunkel. Und es hängt Steine in der Luft. Was ist denn mit den Texturen heute los? Irgendwie mag das Spiel wohl nicht so gern aufgenommen zu werden. Ich hatte solche Sachen habe ich echt super selten gehabt, wenn ich privat für mich gespielt habe. Daher fällt es oder sticht es mir gerade so krass ins Auge. Aber über solche Sachen kann ich so ein bisschen hinwegsehen. So Bugs sind halt total schlimm. Solas, mach mal bitte die Barriere auf. Okay. Hier ist was zum Plündern. Ich habe mich gerade erschrocken, wer ist das? Aber es ist ja unsere Cassandra, die irgendeine Beschützerfähigkeit hat. Wahrscheinlich Leibwächter. Palondin, Freund der Toten, Wegweiser. Ein Codex-Eintrag. Ja, wir sind hier in einem Raum. In einem elfischen Raum. Mit einem wunderbaren, schönen Rätsel, das an sich zu lösen gar nicht so schwer ist. Nur ein bisschen hakelig. Also, Ziel ist es, dass der Controller anbleibt. Aktuell ist das noch nicht so gegeben. Nehmen wir das hier irgendwo? Wir gehen mal hier hin. Ziehen mal eine Runde. So, wir müssen diese Bubbles da aktivieren, sozusagen. Und dafür braucht man die ganze Gruppe und ein bisschen Nerven und so weiter und so fort. Also, dann kümmern wir uns anscheinend erstmal um den hier. Das heißt, einer muss hier draufstehen. Nehmen wir doch mal die Sarah, die stellen wir hier hin. Und dann sagen wir Position halten. Dann sagen wir nochmal Position halten. Dann sollte Sarah nämlich die Position auf jeden Fall halten, hoffentlich. Ja. Solas, Schlappohr, sag mal was. Verzeihung? Mann, alter Spielverderber. Ja, der Spielverderber muss halt, nein, so der Spielverderber darf gleich was machen. Und zwar, muss mich mal kurz umgucken, bevor ich hier jetzt irgendwas mache. Hier ist eine Fackel. Das Mosaik-Teil. jetzt geht es als nächstes um Fackeln entzünden. Ich muss mich bloß erstmal wieder ein bisschen umgucken. Weil es, wie gesagt, das Rätsel ist wirklich nicht schwer. Man weiß ja schnell, was man machen muss. Da ist eine Fackel drin. Da kommen wir bloß nicht rein. Okay, wir haben ja hier noch einen Hebel an der Wand gesehen. Den benutzen wir jetzt mal kurz. So. Dann kommen wir hier rein für die Fackel. Das heißt, wir nehmen mal Sarah. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wir müssten theoretisch hinterhergelaufen sein. Perfekt. Dann können wir jetzt sagen, Position halten. Haltet ihr brav die Position? Sehr schön. Dann hätten wir können wir auch eigentlich hier irgendwo stehen lassen. Dann nehmen wir Solas mit. Er stellt sich hier hin. Position halten. Ich jetzt aber noch mal ein zweites Mal. Ich habe so oft erlebt, dass sie dann doch noch mitgelaufen sind. So, und wo war die dritte Fackel? Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig bin, aber wir werden es einfach sehen.
So. Wo sind wir denn? Stehen da hinten. Und sie stehen wir richtig. Jetzt muss nur Cassandra ihre Position halten. Komm mal mit, Cassandra. Genau, jetzt musst du hier stehen bleiben, meine Liebe. Und ich gehe wieder. Ich will, bevor ich jetzt irgendwas mache, erstmal kurz gucken. Das dreht sich runter. Okay. Dass ich gerade rumlaufe, ist nicht so schlimm. Dann können wir schon mal wieder auf uns gehen. Das müsste sich gleich wieder zurücksetzen. Genau, das setzt sich jetzt wieder zurück. Also, man braucht tatsächlich seine drei Leute. Wir ziehen jetzt erstmal nicht mehr. Wir müssen jetzt auch die Position halten irgendwie. Aber an sich hat man Zeit. So, und wir müssen jetzt schnell einmal ziehen. Und dann sollten wir es geschafft haben. So, das dritte leuchtet und jetzt müssen wir uns nur noch um das letzte kümmern. Okay, ich gucke mir erstmal wieder um, bevor ich irgendwen platziere. Ich glaube, einer ist... Also man, wenn man hier zumacht, kommt man ja hier rein. Das machen wir, glaube ich, mal als erstes. Genau, einmal hier ziehen. Sarah ist ja drin. Ich kann dann auch nicht weglaufen oder so. Erstmal noch was zum Plündern. Ah, hier ist eine Fackel. Ah, nee, die brauchen wir ja gar nicht. So. Einmal kurz gucken, was das macht, wenn ich daran ziehe. Hier auf. Ah, und dann können wir drehen. Und ich glaube aber, es dreht sich theoretisch auch wieder zurück. Ja. Dann bringen wir ihn schon mal in Position. Perfekt. Ich weiß nicht, ob wir es alleine schaffen. Ich guck mal kurz. Und dann sollten wir eigentlich das Rätsel gelöst haben. Mir ist es halt am Anfang super oft passiert, dass die Leute nicht an ihren Punkten stehen geblieben sind. Und dass man dann halt... funktioniert noch. Sehr schön. Und ihr seht jetzt, die Bubbles fliegen weiter. Ihr Stück. Wir müssen gleich Sarah noch befreien. Und machen hier das Tor auf. Ja, sehr cool. Also, Rätsel ist mega cool. Am Anfang habe ich gedacht, oioioi, was für ein schwieriges Rätsel. Aber es geht tatsächlich. Und ich kann euch nur empfehlen, häufiger die Positionshalten-Taste zu drücken, weil am Anfang ist es so gewesen, dass mir die Begleiter immer noch hinterhergelaufen sind. Fehler aufheben. Und das war dann immer ein bisschen nervig, besonders weil man dann am Anfang, wenn man da noch nicht so sicher war, oft den Faden verloren hat. Wo bin ich denn jetzt? Und solche Geschichten. Oder ich habe den Faden verloren. Heißt ja nicht, dass es euch genauso geht. Mhm. Aber an sich ein cooles Rätsel. Also ich finde es mega cool. Man muss mal die Gruppe einsetzen. Man muss mal diese Position halten, diese Befehle geben und sowas. Dieses Gruppendurchwechsel, also Gruppenmitglieder-Durchwechsel nutzen. An sich voll die coole Idee. Finde ich gut. So, hier ist ein Grab. Ausgezeichnetes Amulett der Klugheit. Etwas für einen unserer Schurken und was zum Untersuchen. Birth Haman, Bewahrer der Geheimnisse.
plündern wir nochmal. Ich glaube, die Folge ist für euch leider gerade sehr, sehr dunkel. Ein Arcana-Schrecken! So. Zwei? Huch, ich kann was anderes drücken. So. Einer weniger! Die eisige Umarmung ist bei solchen Gegnern natürlich Gold wert, ne? Also, muss man ja mal sagen. Komm, wir kontern mal. Wir haben ja noch Cassandra als Tank. Aua! Ich dachte gerade, ich wäre Cassandra. Schön, wenn man sie überwechselt. Okay, Herz eines Arkanschreckens. Dann looten wir hier nochmal den Rest. Und dann ist die Folge auch mal vorbei, ne? Schon ein cooles Rätsel. Und ein neues Lager und ein Riss. Wir haben schon viel geschafft in der Folge. Und es ist eine sehr, leider sehr dunkle Folge für euch. Ich hoffe, ihr konntet zumindest ein bisschen was erkennen. Meine Axt leuchtet ja. Ihr wisst zumindest, wo ich langlaufe. So, Krähensümpfe. Region haben wir abgeschlossen. Hier geht es schon theoretisch gleich weiter. Aber das machen wir erstmal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.